Herzlich willkommen zu Remix Mein Song mit Matonic, Vin Vega, Good und Kate Rina. Viel Spaß! Grüßt euch, Freunde und alle Musikfans. Wir haben uns hier heute versammelt, denn es steht eine Remix-EP an. Und zwar der Remix von Vin Vega und von mir. Und wir haben den Song von Good featuring Kate Rina geremixed. Und der Track heißt Let the Sunshine Down on Me. Und ja, ich stelle erstmal alle vor. Ich bin Matonic, DJ, Produzent, Podcaster, YouTuber. Hier neben mir haben wir Vin Vega. Düsseldorfer Label, Eisenwarenbetreiber, DJ, Produzent, dann am schönen Monitor, Good. Aus München. München, genau, aus München zugeschaltet. Produzent, ja, Klavier spielst du, bisschen Gitarre hast du gesagt. Ja, und die Kate Rina, Singer, Songwriterin, spielt Gitarre und, was haben wir noch? Cello. Cello, genau, Cello. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich muss mal in mein schlaues Büchlein reingucken. Voll retro. Ja, absolut. Ich mag es lieber, alles aufzuschreiben. Viele machen das ja hier auf digital. Ich bin da noch ganz oldschool. Ja, Frage an Ferdi, an dich und an Kate. Ja, ich habe ja euren Song geremixed und eure Stimme ja etwas verändert. Deine Spur habe ich ja ein bisschen runtergepitcht. Bei dir habe ich ja dein Vocal da drauf gesetzt, kaum zu erkennen. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr jetzt so, oh, warum veränderst du meine Stimme? Was soll das? Oder eher so, ja, doch ganz cool. Ferdi. Okay, ja. Ladies first. Ladies first, ja. Oder soll ich anfangen, oder? Ich fange einfach mal an. Du fängst einfach mal an. Ja, weil also wir haben uns ja, wir kennen uns ja auch noch gar nicht. Ne? Also wir haben uns ja jetzt hier, wie wir hier sitzen, lernen wir uns zum ersten Mal so kennen. Und wir haben das ja alles über WhatsApp gemacht. Und das war ja sowieso so lustig, als ich dann so die verschiedenen Versionen bekommen habe. Und ich habe schon zum ersten Mal gedacht so, was ist das? Weil ihr benutzt ja Effekte. Ich komme ja aus der klassischen Musik ursprünglich mit dem Cello und so, ne? Und ihr benutzt ja Effekte, die kenne ich ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, was ist das? Wie geht das? Bin ich das? So. Und ich musste 2-3 Mal drüber hören, um mich so ein bisschen drauf einzustellen. Aber das geht mir das ganze Projekt über schon so. Von daher bin ich das schon gewöhnt, ne? Mich da drauf einzustellen und dann 4-5 Mal drüber zu hören und zu sagen, hey Kate, relax jetzt mal, das ist jetzt cool, du lässt dich jetzt darauf ein, und ich habe es dann irgendwann auch gefeiert. Also es ist echt gut geworden. Ja. Okay, cool. Ja, ich habe einen relativ kurzen Part. Also ich habe dann eher so am Anfang so auf Kates Stimme gehört und so, aber ich denke, das ist so die Freiheit des Remixers. Also würde ich sagen, das ist ja auch so eine Art eigene Kunst, das Remixen. Wo ich jetzt sage, das ist auch nicht jeder so beherrscht, beziehungsweise jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und ich meine, ihr beherrscht euer Handwerk definitiv. Und wenn jetzt der Gesamtremix einfach als solches einfach, sagen wir mal, ein gutes Produkt ist, so, dann passt es auch. Ja? Wenn jetzt der Remix jetzt nicht so cool gewesen wäre, dann wäre es nicht so cool gewesen. Genau. Ganz einfaches Prinzip. Ja. Und dann ist mir, also mir das, mit meiner Stimme ist es relativ egal bei meiner, so, wenn es halt ins Gesamtding passt, so. Wenn es so voll die diabolische, böse Monsterstimme gewesen wäre, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber so, nee, ist schon cool, also ein ganz gutes Konzept. Also mir ist es eigentlich relativ egal, wenn es halt vom Remixer cool gemacht ist. Deswegen habe ich die Stimme auch nicht zu weit runtergepitcht, sondern nur ein bisschen. Genau. Ja, nächste Frage wäre, wie kamt ihr zu der Zusammenarbeit? Also hast du ja schon gesagt, ihr habt da ein bisschen WhatsApp geschrieben. Wer hat wen gefragt? Mhm. Ferdi, war das über den Dirk, ja, ne? Über Smart und Nett kam das? Genau, ich habe damals, also bei dem Label, wo wir den eigentlich ursprünglich Originalsong veröffentlicht hat, über das Label Smart und Nett in München. Und da habe ich halt mit Dirk gesprochen, dass ich jetzt so ein Projekt machen möchte und ich eine Sängerin suche. Und es war ja ursprünglich bei mir so, ich habe früher immer sehr, sehr mollige Stücke gemacht und sehr, sehr, also eigentlich eher düstere Stücke. Ja, und ich habe mir mal gedacht, ich will mal ein bisschen ein fröhlicheres, positiveren Song machen. So, ja, und mit einer weiblichen Sängerin.
So, und da habe ich den Dirk gefragt und der hätte mir, glaube ich, 2 oder 3 Sängerinnen vorgestellt. Und irgendwie war dann als zweites oder drittes, glaube ich, die Kate. Und ich glaube, bei der ersten, die ich angeschrieben hatte, die hatte nicht geantwortet oder irgendwas war da, keine Ahnung. Oder die Kate hatte zuerst geantwortet, genau. Ich dachte schon, es hätte Qualität, ich dachte, Qualität hätte überzeugt, aber ich war einfach die Erste. Hi. Ja, aber das Gute ist, ich sehe das Ganze so ein bisschen so als ein Zufallsschicksalsprojekt so ein bisschen. Also ich finde es ganz spannend, irgendwie so das Ganze, wie soll ich sagen, also Kate ist so ein Zufallstreffer, würde ich mal sagen. Also das ist wie so ein Jackpot irgendwie. Und vor allem das Spannende an der Sache ist ja das, was sie ja gesagt hat, dass sie vorher gar nichts in die Richtung gemacht hatte. Und sie hat sich ja auch drauf eingelassen, was ich extrem cool finde, was jetzt nicht jeder machen würde. Also manche würden vielleicht auch sagen so, ja, nee und so und keine Ahnung und weiß nicht und so. Und bei Kate, sie hat gesagt, ja gut, probiere ich's. Und ich fand halt die Geschichte so schön, wo sie das eingesungen hat, wo sie gesagt hat, sie hätte vorerst noch 1, 2 Whisky getrunken, um sozusagen sich Mut anzutrinken. Und das fand ich so eine ganz... Aber wir hatten ja nicht nur WhatsApp, wir hatten ja auch mal telefoniert. Also so ist es ja nicht. Also wir hatten ja schon auch ein bisschen mehr Kontakt sozusagen. Telefoniert haben wir auch mal. Oder Sprachnachrichten haben wir verschickt. Also es war jetzt nicht nur per WhatsApp-Nachricht so. Genau, aber was war jetzt noch mit der ursprünglichen Frage jetzt? Wie es dazu kam, ich glaube, ja. Hast du perfekt erzählt, Thomas. Damit war das ja schon gut beantwortet. Genau. Ja, und dann ist es ja quasi, also bei mir ist es ja so, ich produziere das ja nicht alles komplett selber. Ich mache das ja quasi im Studio und das mache ich mit einem professionellen Studiotechniker, mit Francesco zusammen. Ja, dein eigenes Studio und es ist halt eher so, dass quasi ich dem Francesco sage, was er wie machen soll. Also ich habe ja quasi am Anfang die Melodie eingespielt, das kam am Anfang so ein bisschen spontan. Also ich finde halt diese Reihe, dieses A, G, F sozusagen, das ist ja dann da, wo diese Terz drum rumgespielt wird, das finde ich ja sehr schön, das hat mich schon in meiner Jugend begleitet. So finde ich eine wundervolle Kombination, aber das Stück ist jetzt insgesamt nicht so traurig, ja. Also das war mir auch wichtig, weil sonst habe ich, also ich liebe eigentlich eher so molllastige Sachen oder eher traurige Stücke und da ist es so ein bisschen fröhlicher und da hat die Kate dann so ihre Note draufgegeben, weil also die Kate hat ja quasi so die Lyrics hat sie auch gemacht, ich habe ja Kate dann auch gebeten, die Lyrics zu schreiben, weil ich jetzt selber nicht so gut im englischen Lyrics bin und die Kate ist da ja ziemlich fit, weil, darf ich das so sagen? Ja schon, oder? Es kommt darauf an, was du jetzt sagen willst, aber ja. Ja? Ja, klar. Genau, du bist ja auch, das hast du ja im anderen Interview auch gesagt, genau. Und das ist halt sehr cool, weil ich musste mir da nicht extra einen Ghostwriter oder einen Ghostwriter besorgen, so, dass der mir die Lyrics schreibt. Also ich hätte es vorher über einen Späzel gemacht, aber das ist dann manchmal so, das zieht sich manchmal so ewig, bis man da was bekommt oder so, oder bis man einen richtigen Ghostwriter oder jemanden bekommt, weil ich hätte es jetzt nicht auf Englisch so gut schreiben können. Ich habe zwar vorher welche Texte auf Deutsch geschrieben, aber auf Englisch nicht wirklich und das wäre mein Englisch auch nicht gut genug gewesen. Und da ist es natürlich in dem Fall sehr schön, dass die Kate dann auch noch den Text dazu geschrieben hat. Ja, so fing das ja an, ne? Du hast mich ja geködert. Du hast einfach nur gesagt, ich brauche einen Text dafür. Hier, hör mal rein, hast du Lust? Ja, und dann ist genau, das Ding immer größer und größer geworden. Und dann hatte ich die 4 Whisky drin und habe gedacht, probier mal, ob das funktioniert und so. Und habe das halt eingesungen. Und es war noch gar nicht klar, dass ich dann auch die Stimme werden soll. Es ging erstmal nur um die Lyrics. Und das war das Casting. Genau, ja. Und weil ich quasi ein Casting, also, verstehe. Ich habe ja Glück gehabt. Mit ja. Genau. Ja, das war wirklich so. Ich hatte immer gesagt, ich möchte mal Lyrics schreiben für was anderes, weil eigentlich wollte ich anfangen als Songwriterin. Ich wollte nie wirklich selber auf die Bühne, sondern ich wollte eigentlich Songs schreiben. Und dann habe ich immer gemerkt, ich muss Songs schreiben, die ich erstmal selber singe, weil sonst werde ich als Songwriterin, man muss sich ja erstmal einen Namen machen, ist schwer, ne?
Ja, und dann habe ich gedacht, da kam das ganz gut, dieses Angebot erstmal nur Lyrics zu machen, weil du hast ja gerade auch schon so ein bisschen reingeguckt. Du hattest mich ja selber auch schon mal gefragt, ne, Vin? Vor anderthalb Jahren hast du mich schon mal gefragt. Ich wollte ein Vocal aus Düsseldorf. Da wolltest du meine Stimme haben. Hättest du mich mit Lyrics gecatcht, hätte das vielleicht vor anderthalb Jahren schon geklappt. Falschen Fragen gestellt. Ja, toll. Ja, und so kam eins zum anderen, ne, weil ich dann ausprobieren wollte, ob die Lyrics funktionieren und ich nicht wusste, ob das für Ferdi was ist, habe ich dann halt irgendwie so einen Track mal rübergeschickt, so in etwa, was meinst du? Und dann hat er gesagt, ich finde es so schön, sing das doch selber dann auch direkt ein. Und ich gesagt, ja, okay. Und so, und dann wusste er auch noch nicht, dass es Remixes geben sollte und wie viele und wer das alles macht. Und jetzt ist es so ein großes Projekt und ich freue mich voll, dabei sein zu können. So kam das. Ja, ja, cool. Ja, jetzt zu dir. Also du hast ja auch was völlig anderes gemacht. Also du hast jetzt zum Beispiel nicht alle Originalspuren genommen. Wie bist du da an den Remix drangegangen? Hattest du schon die ersten Ideen, wo du die Spuren bekommen hast, alles dir angehört hast, was nehme ich, was nicht? Also die Idee hatte ich quasi schon vor der Spur, weil ich hatte sie nur angeschrieben. weil ich per Zufall die Version gehört hatte. Und ich so, sie macht ja doch elektronische Musik. Schreiben wir nochmal. Und dann hat sie auch direkt geantwortet, ja, hier, erstes Projekt. Ich so, ja, da würde ich gerne einen Remix für machen, weil die Vocals, auch deine Vocals waren auch cool von Ferdi. So, da könnte ich eigentlich eine coole Hausversion draus machen. Mit ein paar Sommerpianos drunter setzen. Die Bassline fand ich auch zum Beispiel sehr, sehr geil, die ich auch genommen habe. Also angefangen habe ich mit dem Remix hier, wo wir hier gerade sitzen. Die Sonne hat geschienen, passte super. Hab ein paar Drums genommen, hab direkt die Bassline auch genommen, weil ich die mega fand, mit House-Drums zu verbinden. Und habe auch dann direkt die Vocals runtergesetzt. Und die Vocals waren ein bisschen schwieriger, aber ich finde, das Ergebnis ist mega geworden, meiner Meinung nach. Aber da muss ja jeder selber wissen, ob er das gut findet oder nicht. Aber ich glaube, der wird gut ankommen. Ja, das war ja witzig, weil du hast mir ja die Spuren geschickt, weil du ja irgendwie die Vocals irgendwie gewarpt haben wolltest, damit die aufs Tempo passen. Dann, auf 124 BPM, genau. Dann habe ich alle Spuren so gehört und denke mir so, ey, cooler Track, geile Melodien und so. Und ja gut, habe ich fertig gemacht hier und dann hast du ja gesagt, ey, ich kann die ja mal fragen, ob die Bock haben. Und ja, jetzt bin ich mit dabei und freue mich auch. Hat auch richtig Spaß gemacht, endlich mal ein Projekt zu haben mit vielen Melodien, wo man schön richtig arbeiten konnte. Ne? Genau. Du wisst ja, bei House ist das ja so, oder Tech House, da gibt es ja Tracks, die haben nur Drums, Bassline, kleinen Vocal-Schnipsel und da muss man gucken, was macht man denn daraus. Mhm. Ja. Das ist dann manchmal schwierig. Ja, so. Da war hier schon mehr Material Ja, das war auf jeden Fall, hat richtig Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du mir geschrieben hast, wie nennt ihr das, Remix Package? Genau. Ja, ne? So, ich lasse mir das Remix, ich habe das schon gekriegt, ich sitze hier schon und arbeite. Ich so, wie, du, was für ein Package? So heavy jetzt. Ja, so, genau. Nee, die ganzen, und das ist halt so ein Package, das schickst du halt rum. So, wow, krass. Da war die Verbindung von Düsseldorf nach München direkt fertig. Ja. Krass. Ja, im akustischen Bereich ist das halt nicht so, ne? Da musst du halt erstmal, da ist das voll der Akt, dann irgendwie die Spuren sauber und dann alles wieder einzeln bouncen, weil du hast es halt nicht. Du brauchst es im akustischen Bereich nicht so, ne? Und dann war ich total, ihr arbeitet einfach noch ganz anders. Das war jetzt dein erster Kontakt mit elektronischer Musik? Wenn ja, wie war das? Wie war die Erfahrung? Selber machen, ja. Das war, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ihr arbeitet ganz anders. Also als ich es gewohnt bin vom akustischen Bereich. Ja, wir drücken nur Knöpfchen und programmieren ein bisschen. Ein Kollege von mir hier aus Düsseldorf, der ist vor zwei Jahren oder so, hat er auch die Entscheidung getroffen, dass er weg möchte von der macht sonst auch so Singer-Songwriter-Kram, wie ich mit Gitarre unterwegs, auf Deutsch aber. Und der hat vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, dass er auch elektronisch umswitchen möchte. Und da habe ich so ein bisschen Einblicke schon bekommen. Für mich ist das alles böhmische Dörfer gewesen. Ich habe dann aber darüber den Respekt bekommen davor, weil das ist eine ganz andere Art von Musik machen, aber trotzdem wisst ihr genau, was ihr tut. Ich habe früher mal gedacht, so, ja, drückst einen Knopf und das Ding macht alles von alleine. So, das denken ganz viele. Ne? Und das habe ich schon verstanden, das wusste ich auch vorher schon, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie man sich das so vorstellt. Also ich an dem Remix saß insgesamt fast 30 Stunden. Ja. Weil ich so ziemlich total detailverliebt bin und da die Ecke da und da am Equalizer nochmal drehen und da gefällt mir eine Resonanz nicht oder sowas. Also das ist da kann man stundenlang sitzen am Rechner. Das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, ne? Ja. Ich, ohne dass man das jetzt negativ, aber ich finde das
Wahnsinn, weil, also das ist genauso, du sitzt genauso detailverliebt an deinen Spuren, wie ich im Studio die 50. Gitarrenakustikspur von irgendwas einspiele, weil ich da irgendwie noch die Saiten knaspern höre oder so, ne? Es ist im Prinzip nichts anderes, aber doch ganz anders. Und das wusste ich vorher, aber ich habe selber noch nie so gearbeitet, ne? Und das war spannend. Und ihr habt ja auch dann im WhatsApp so immer meinen Zweifeln so, hey, ist das jetzt cool? Hört man das? Weil ich höre es tatsächlich selber, ich konsumiere das nicht so in dem Maß. Ne? Und ich kenne das und es ist auch voll in Ordnung und es ist total Sommer und Sommer, Sonne und sowas passt halt total rein. Ne? Und wenn ich irgendwo im Beach Club bin, dann höre ich sowas, aber ich höre es nicht bewusst. Und für mich war es so das erste bewusst mal so elektronische Musik in der Form konsumieren und mir wirklich mal die Frage stellen, was steckt künstlerisch eigentlich dahinter? Weil sonst ist es wirklich eher dieses als Konsument rausgehen und dann ist es halt irgendwo und man genießt es, man, ne, konsumiert und diesmal aber auf der anderen Seite zu stehen, da habe ich mir Fragen gestellt, die ich mir früher nie gestellt hätte darüber, über diese Art Musik einfach. Ne? Und das war schon sehr spannend, war cool. Ich bin ja gerade mit meinen akustischen Sachen auch so, dass ich ein paar Sachen noch am Arbeiten, herausarbeiten bin und da wird auch was kommen. Und über diese ganze Geschichte, also gerade über Instagram, habe ich ganz viele Anfragen gekriegt, so im letzten halben Jahr von DJs, die Bock haben, meinen Kram zu remixen. Mhm. Ja, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass zu jedem Track, den ich jetzt rausbringe, außer zu Single, habe ich schon Anfragen bekommen für Remixes. Ne? Weil irgendwie dann jemand sagte, die Hook ist irgendwie schön und ist irgendwie cool. Und das hier jetzt finde ich irgendwie so ein Startschuss. Und, ja, gerade Akustikzeug kann man halt gut remixen, weil was hast du da? Eine Gitarrenspur, ein Vocal. Ja. Und was macht der DJ? Der baut da die Drums rein, die Bass rein und that's it. Ja. So, und das ist genau mein Problem gewesen immer, dass ich immer mühsam mir immer erst eine Band suchen musste, um den Sound ein bisschen mainstreamiger zu machen. Weil ich bin jetzt mit Gitarre und Gesang unterwegs. Es gibt einen Markt dafür. Es gibt auch auf Spotify Menschen, Damien Rice und Co., die Millionen von Klicks bekommen mit ganz ruhiger akustischer Musik. Aber ich schreibe oft Songs, wo ich eine Band dahinter denke. Und es ist super schwer, eine Band zu finden, mit der das passt, weil du musst halt einfach, du kannst nicht alles aus einer Hand und da ist so viel Menschliches, Gemenschel dabei. Und dann ein homogenes Konstrukt in Form einer Band zu finden, ist super schwer, finde ich. Und da finde ich es eine super Alternative, mit einem DJ zu arbeiten oder mehreren, aber einer befasst sich mit dem Song, den man da geschrieben hat und man hat eine mainstreamigere Möglichkeit, mehr zu erreichen, ohne dass man direkt mit 6 Leuten chemisch harmonieren muss. Und das ist eine schöne Art und eine schöne Alternative für mich als Songwriterin, die ich ja nie irgendwie Frontfrau von einer Band mich so gesehen oder gedacht habe. Ne? Und das ist schon eine coole Sache. Kann ich mich richtig ausleben. Ja, Vin, du bist ja Labelbetreiber seit mehreren Jahren schon. Fast 7 Jahre, ja. 7 Jahre, wow. Du kriegst ja wahrscheinlich jede Woche zig Tracks an Demos und ich sag mal auch, wenn du Remixe bekommst, oder auch Tracks, ist egal. So, wenn da ein paar Lieder nicht gut sind oder du kriegst einen Remix und der gefällt dir nicht, so, was sagst du dem Künstler und wie gehst du damit um? Also erstmal kommt definitiv nur Qualität raus, alles andere lasse ich gar nicht zu. Und Namen sind mir erstmal total egal. Wenn das irgendein großer Name hat und er schickt mir einen richtigen Mist-Track, will ich ihn trotzdem nicht releasen, auch wenn das jetzt mega bekannter ist und der mit Sicherheit viel verkauft werden würde. Möchte das trotzdem nicht, weil lieber No Name, aber der macht einen guten Track. Mhm. Und Remixe vergebe ich ja eher. Ich schicke dann Künstlern, die ich mag, Remix-Package rüber. Hast du da Bock drauf? Aber wenn mir das Ergebnis dann trotzdem nicht gefällt, sage ich das dem Künstler. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und dann wurde der Norm geändert. Also, ich sage jetzt mal, der Track muss mir nicht als Genre gefallen, sondern als Track gefallen. Der muss gut gemacht sein. Nicht irgendwie, ja, das ist ein Deep House Mix. Nee, da gefällt mir jetzt nicht so die Musikart, sondern eher das Ding selber muss mir gefallen. Ja. Jetzt werden wir hier angegriffen. Ja, da leite ich mal über. Wir werden auch von Corona angegriffen. Inwieweit hat euch jetzt die Pandemie als Musiker-Dasein beeinflusst? Also sagen wir jetzt mal weniger Gigs, dafür mehr Zeit im Studio. Wie sieht das bei euch aus?
Wer möchte anfangen? Also, ich kann Freddy, anfangen. Du vielleicht oder du? Doch. Genau, der Münchner muss nochmal sprechen. Der Münchner. Ja gut, bei mir sind halt, also ich mache das ja so nebenher, quasi mit Gigs, also mal mache ich ja so Improvisationsmusik. Also ich mache eigentlich nur Improvisationsmusik. Also eigentlich auch das mit Kate, das ist ja relativ spontan, also beziehungsweise Let the Sunshine Down on Me, mit Lisa relativ spontan im Studio entstanden. Genau. Nee, also bei mir sind es auch ein paar Gigs weggefallen, also wegen der Corona-Zeit. Das war zum Beispiel auch lange nach der Musik und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen eventuell noch ein paar Gigs im Sommer, wenn wir Glück haben. Das muss noch alles von der Stadt genehmigt werden und so weiter. Würden wir eventuell am Kulturstrand spielen. Da haben wir letztes Jahr auch gespielt. Das ist eine ganz coole Geschichte, so nebenher. Und ja, aber sonst so, wir machen jetzt halt quasi... bin dann wieder im Studio und wir machen jetzt sozusagen einen neuen Track, einen zweiten. Da muss ich gucken, es wird jetzt diesmal nicht mit der Kate sein, das wird mit einem anderen Sänger sein, ob das dann mit der Zusammenarbeit klappt und so weiter, das ergibt sich dann noch. Da muss man mal gucken, vielleicht gibt es dann auch wieder Remixe davon, mal gucken. Genau, aber es ist halt, ja, es war jetzt eher so, ja, mehrere Gigs weggefallen und dann versucht so ein bisschen für neuere Sachen zu arbeiten. Genau. Das ist bei mir ähnlich. Also mich hat vor allem die Hochzeitssaison hart getroffen. Ich bin jetzt als Hochzeitssängerin noch unterwegs, um Brot und Butter zu verdienen. Und da war jetzt halt irgendwie nicht wirklich viel, ne, die letzten Monate. Wo ich so ein bisschen Glück im Unglück mit hatte, ist, dass ich an Gigs sowieso noch nicht so viel angenommen hatte über Hochzeiten hinaus für dieses Jahr, weil ich vor Corona und so dieser ganzen Geschichte noch die Entscheidung getroffen habe, mich fortzubilden zur Musikfachwirtin. Und da habe ich jetzt sehr viel Zeit rein investiert und parallel, wie gesagt, die neuen Sachen, an denen ich arbeite, da hatte ich auch im Dezember schon die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt dringend mal wieder neue Sachen im Studio machen muss. Und da werde ich jetzt nächste Woche eine finale Mixing-Session mit meinem Produzenten haben in Dortmund und da habe ich mich schwerpunktmäßig drauf konzentriert. Und ja, Gott sei Dank war letztes Jahr aufgrund eines Engagements mit einem Getränkehersteller Vertrieb, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, war letztes Jahr eine sehr gute Umsatzsituation für mich mit Live-Musik, sodass ich ein bisschen Rücklagen bilden konnte, dass mich das jetzt zumindest finanziell jetzt erstmal nicht stresst. Ne? Sonst hätte ich mich wahrscheinlich schwer geärgert, Geld in die Hand genommen zu haben für eine Produktion, das ich jetzt aktuell zum Leben bräuchte. Ne? Also das ist, aber so war es zum Glück in Ordnung und ich habe ja dann auch noch im echten Leben meinen Halbtags-, Teilzeit-, paar Stunden die Woche Job, der mir die Miete finanziert und so ist das halbwegs noch in Ordnung. Mhm. Und ja, aber trotzdem ist es schon schade, ne? Also es ist vor allen Dingen viel Verwaltungsaufwand, viel Kommunizieren für nichts, ne? Du kommunizierst, sonst bist du es gewohnt, als Musiker zu kommunizieren, um einen Gig klar zu machen und eher seltener, um Gigs abzusagen. Und da kam plötzlich so eine Welle, wo du die ganze Zeit wusstest, die Menschen, die dir entgegenkommen, sind halt gerade super traurig. Und du selber wirst keine Planungssicherheit bekommen, weil die absagen müssen, sie auch nicht haben. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich bin dankbar, dass es jetzt in eine Richtung geht, wo man wieder so ein bisschen Perspektive bekommt. Und dann gerade die Hochzeiten, macht es Sinn, die auf nächstes Jahr im Frühjahr zu verschieben? Oder ist das immer noch zu früh und so? Da gab es halt sehr, sehr viel Verwaltungsarbeit zu tun noch hinter den Kulissen, ne? Um alle irgendwie glücklich zu machen, alles zu verschieben und den Überblick nicht zu verlieren bei den Buchungen, die man so hat. Ne? Und jetzt geht es darum nachzufassen, wenn irgendwann mal lose jemand in der Corona-Zeit gesagt hat, ich verschiebe das, dann musst du jetzt als Musiker natürlich wissen, wohin möchtest du das eventuell verschieben und macht es überhaupt noch Sinn? Kannst du mich überhaupt noch bezahlen? Gibt es dich überhaupt noch dann? Ne? Das ist jetzt das, was als nächstes kommt. Was passiert mit den Verschiebern? Ne? Ja. Das wird sich wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen. Wir werden insgesamt wahrscheinlich, auch wenn keine zweite Welle kommt, gut mit dieser ersten noch im Nachgang beschäftigt sein, denke ich. Absolut. Ja. Ja, dann wollen wir das Thema vielleicht umswitchen auf was Positives. wir haben kurz, kann ich kurz noch einhaken?
Na klar. Ja, klar. Was ich so ein bisschen, also der Track hat mich auch so ein bisschen, Let the Sunshine Down on Me, also den Text hat ja die Kate geschrieben. Und der hatte mich auch so ein bisschen durch die Corona-Phase begleitet, weil es ja doch irgendwie so ein bisschen so eine positive Message ist, so von wegen, okay, irgendwann mal scheint ja wieder die Sonne so ungefähr, oder irgendwann mal wird es wieder gut. Und ich finde, unbewusst kam das dann irgendwie so, weil ich wollte ja auch bei dem Track, sagen wir mal, so ein bisschen was Positives, und die Kate hat das irgendwie so unbewusst auch irgendwie so ein bisschen aufgenommen und hat das irgendwie, finde ich, schön in Lyrics verpackt. Und ich finde, es passt ganz gut in diese Corona-Zeit, finde ich. Also gut, bei mir ist es so, ich habe halt auch noch einen Job nebenher. Also ich lebe jetzt nicht von der Musik. Und genau, aber ich finde eben schon so, wo man sagt, okay, gut, erstmal sozusagen erst eine Scheißzeit. Ich meine, ich denke, es war für alle belastend am Anfang. Das war schon heftig mit den ganzen Einschränkungen. Also bei mir war es am Anfang das erste Mal, wo es kein Klopapier mehr gab in 6 Geschäften. Ja. Das schon wieder verdrängt, so, aber ja, wie war das? Ja, ja, aber das war so ein kleiner Schock für mich. Also ich habe sowas noch nie erlebt, also ohne Scheiß. Und ich finde es schon so ein bisschen, also bei dem Song, das hat die Kate dann so, also finde ich ganz schön aufgegriffen aus dem Songtext, weil es auch ein bisschen passt, eben was Positives. Also es ist erst scheiße und dann wird es wieder gut. So. Ich meine, es ist ja bei vielen Sachen im Leben so, und so weiter. Und da gibt es Scheißphasen und irgendwann kommt halt, scheint halt dann wieder die Sonne, so ungefähr, ja. Und ich finde, das passt da ganz gut rein. Und ich finde, das hat dann auch so einen positiven Anstrich. Und für mich hat das auch so ein bisschen, habe ich das auch so ein bisschen selber so ein bisschen durch diese Corona-Zeit begleitet, weil ich selber dann ab und zu den Song auch angehört habe und so weiter. Genau, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen. Aber dann passt es ja quasi auch super, dass heute Montag wieder mehrere Leute zusammen feiern dürfen. Da kommen auch die Sommerremixe raus, passt ja mega. Ja. Genau, und dann macht ihr noch irgendwie so mega gute Laune Sommerremixe und so weiter und bringt dann den Leuten dann quasi, wenn es dann langsam wieder da zurückgeht mit Veranstaltungen und so weiter, wie das dann alles so kommen mag, ist ja auch ist eine schöne Note. Ihr gebt dann eben noch einen positiveren Anstrich dem Ganzen. Also noch mehr Summer-Feeling so. Den Leuten quasi den Sommer ein. Ja, genau. Juhu. Ja, mega. Ja, und was noch mega ist, unser Gewinnspiel. Möchte das einer von euch erklären, was zu tun ist und was es zu gewinnen gibt? Also erstmal, was es zu gewinnen gibt. Es ist schon weggeflogen. Jetzt fliegt das erste hier schon weg. Also wir sind hier doch nicht ganz im Sommer. Der Wind... Windiger Sommer, ich halte hier mal fest. Wir haben hier noch so schöne Label-Shirts. Wenn man es dann sehen kann, eins exklusiv. Ich bin so ein bisschen runtergerutscht irgendwie. Also, München ist abgesagt. Und wir haben noch ein exklusives Projekt in Düsseldorf, den Rheinturm. Den gibt es auch noch mit dazu, in weiß. Den halte ich mal näher an die Kamera, damit man das sieht. Hoffentlich fokussiert er das auch. Und wir haben auch noch ein paar nette Sticker vom Label und von mir. Falls sie nicht wegfliegen sollten. Ja, einiges. So, und was ihr dafür tun müsst, darf die Kate erklären. Ja, das mache ich gerne, weil auch wenn wir hier gerade über House-Remixes sprechen, ich hau noch ein Album drauf für alle, die Interesse haben, was die Kate sonst so macht. Ich weiß nicht, in welche Kamera ich jetzt schauen muss. Ich hau einfach noch ein Album drauf. Sehr zu empfehlen. Definitiv. Ja. Vielen Dank. First Steps Forward heißt das. Unterschrieben natürlich, oder? Unterschrieben gibt, ja. Ihr könnt das natürlich, ihr könnt meinen Kram auch streamen, aber weil es ein Gewinnspiel ist, packe ich ein unterschriebenes, signiertes Album als CD-Hardcopy noch mit drauf von mir. Und was ihr tun müsst dafür. Wir haben uns darauf geeinigt, ihr müsst gar nicht so deep house-mäßig werden. Ihr schreibt einfach einen Kommentar, egal was euch einfällt, hier unten drunter. Und wir losen dann aus. Es gibt einen Gewinner, haben wir gesagt. Genau. Ne? Ja. Es wird ein Gewinner dieses ganze Paket bekommen. Genau. Also einfach. Je nachdem, wie die Leute sind, oder? Würde ich auch sagen. Also wenn jetzt da wirklich ein... Also
Also falls es über 1000 Kommentare sind, lege ich noch ein T-Shirt drauf. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe auch noch ein paar Alben rumfliegen. Da können wir noch ein zweites draus machen. Ja, also kommentiert, was das Zeug hält. Und gewinne. Juhu. Ja, ich werde auf jeden Fall noch alle Social Media Links unten in die Beschreibung packen. Und ich würde sagen, dann hören wir jetzt auf. Und du wolltest noch ein bisschen Gitarre spielen, ja, richtig? Ja, ich habe meine Gitarre mitgebracht. Dann sagen wir erstmal Tschüss und dann gibt es noch nette Lala von Kate. Also, bis zum nächsten Mal. Eine Akustikversion. Wir können nur Hausmusik. I know I'm the lucky one. Whatever comes my way, won't they? I know there'll be the sun shining, no matter what they say. And even if the rain is falling, the sun is coming home. One thing I can't believe, it's only night. There has to be another light. Let the sun shine down on